Der Lockdown innerhalb der Coronavirus-Pandemie war auch für viele Fitnessstudios eine extrem schwere Zeit. Jetzt ist man bereits zurück auf dem Weg in den Normalzustand. Doch wie geht Fitnessstudio in Pandemiezeiten in Ungarn eigentlich? Wir sind Wirtschaftsunternehmer, aber für uns die wichtigste die Sicherheit von unserer Kundschaft. Und wir waren im Jahr die Ersten, die Studio zugesperrt. Und als wir die Lockerung gekommen, wir waren fast die Ersten, die es aufgemacht wieder. Und Woche zu Woche, wir sehen, ist schon unsere vierte Woche, ist hier aufgesperrt. Und Woche zu Woche steigt unsere Besucherzahl. Wir haben sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Wir erfüllen gerade ganz viele Sicherheitsmaßnahmen. Zum Beispiel wichtigste unser Lüftungssystem, das zweimal dreht um ganze Luftmenge, das ist über 10.000 Quadrat. Wir können Natur auch lüften. Wir haben vorne und hinten auch Türen, können wir den ganzen Raum umlüften. Und auch Desinfektionsmittel haben wir am Rezeption, drin im Garderobe auch schon. Wir sind überall ausgemessen, mindestens 1,5 Meter, aber lieber 2 Meter Abstand zwischen den Geräten. Und wir achten darauf stündlich, wir putzen die Geräte, auch die Schlösser, alles putzen wir. Am Anfang war Pflichtmasken, aber jetzt nicht mehr. Und am Anfang war im ersten 2 Wochen keine Gruppentraining, nur Personaltraining war erlaubt. Und jetzt eigentlich ist schon alles geht. Wir sind überall ausgeschildert, dass bitte die Geräte nutzen. Überall sind Tafeln, im Garderobe, auch im Waschbecken haben wir auch, wie kann man richtig Hand waschen. Und wir haben eigentlich alles vorbereitet. Für uns schon am Anfang, seit 2009, ist wichtig die Hygiene und Sauberkeit. Aber jetzt ist es noch wichtiger und die Kunden wissen, dass sie hier bei uns in Sicherheit sind. Doch nach so langer Pause kann man nicht direkt wieder von 0 auf 100 starten. Der Fitnessexperte hat wichtige Tipps zum Start. Wichtig, das Schritt für Schritt. Nicht gleich wie früher, dass wir 5-mal am Woche trainieren und über Stunde lang trainieren und gleich harte Training. Körper muss zurückkommen und dazu braucht man Geduld und bewusst muss man machen. Die Zeit im Lockdown hat auch viele Online-Fitnessprogramme auf den Schirm geholt. Ist das eine Alternative zum realen Fitnesstraining im Studio? Losstarten zu Hause, das ist das Schwierigste. Aber wenn man schon im Studio ist, dann ist es schon Stimmung und dann gleich fängt man los mit dem Training. Ich denke, eine gute Ergänzung, dass vielleicht manche Leute, und man kann nicht kommen, aber für die Leute ist wichtig, dass die Stimmung von der Studio.